beachtet und wir machen, manchmal machen wir daraus viel zu große Dinge. Es gab Eiszeiten, es gab Zeiten, wo es überhaupt keine Gletscher mehr gab und jetzt machen wir halt riesen Diskussionen darum, dass der Gletscherschwund vorkommt. Ich würde das alles ein bisschen einmal einschränken. Was mir eher liegt, ist, wie viel vertragen die Menschen, die auf dem Berg leben. Also ich habe das Gefühl, dass wir mit diesem Begriff Naturschutz, also wir sagen immer, wir schützen die Natur, in Wirklichkeit meint man da oder sollte man damit meinen, man sollte eigentlich die Leute, die auf dem Berg leben, schützen und vielleicht haben wir dann im Laufe des Abends Gelegenheit, tiefer einzugehen, was ich damit meine. Weil ich glaube, an und für sich verträgt die Umwelt schon viel mehr, als was wir glauben. Das ist vielleicht ein bisschen unerwartet von mir. Wer ist nach mir dran? Ja, vielleicht Herr Ojano. Sì, no, voglio solo ringraziare di questo invito, anche perché mi trovo ben affiancato da persone molto più sapienti di me. Ho letto una parte di questo libro e mi sono sentito subito vecchio, perché io penso ormai con la testa di uno che sta nell'amministrazione, no? E quindi mi sono reso conto che pensando senza questa costrizione si generano delle idee sorprendenti e questa è una cosa bellissima, secondo me questa iniziativa dovrebbe essere magari anche più sostenuta dal punto di vista della presenza del pubblico perché genera idee nuove e soprattutto chi sta un po' a tenere un po' le maglie dell'organizzazione, della trasformazione del territorio ha un input di che cosa la risposta e l'effetto dei provvedimenti che vengono presi all'interno dell'amministrazione pubblica o anche le strategie che vengono discusse soprattutto nei media. Ecco, una cosa che non voglio rispondere direttamente perché io non mi occupo di natura, mi occupo di paesaggio. Non voglio fare distinzioni, ma c'è una cosa importante. Qui abbiamo tanti sostenitori o comunque promotori del turismo. L'uomo non ha mai guardato intorno al paesaggio, alla natura, al turismo come lo guardiamo noi oggi. È un'idea, è un rapporto che è nato relativamente in tempi recenti. Qui ho parlato delle epoche ere geologiche e qui parliamo di secoli, nel senso che fino a 200 anni fa il turismo praticamente non esisteva, non so, lo sport dello sci o la possibilità di scalare o sfidare delle vette non aveva questa presenza nel nostro sapere, nella nostra, chiamiamola, coscienza sociale. La stessa cosa vale per il paesaggio. Il paesaggio occupa in questi tempi diciamo molto di più per esempio di anni passati la stampa o i media in generale, anche voi fate parte o comunque questa iniziativa fa parte di questo trend diciamo di occuparsi del consumo di territorio nel senso di possibilità di usare le risorse naturali per la ricchezza di una popolazione, però appunto questo paesaggio è stato sempre una cosa che fino a 200 anni fa non era valutata, cioè il valore paesaggio è nato dopo come valore dei monumenti, fino a 200 anni fa i veneziani quando hanno trovato i resti romani volevano farci dei magazzini per le navi, in Istria, non so, a Pola c'è questo grande anfiteatro, i veneziani che noi consideriamo un popolo molto non tanto, tanto lontano da noi, ci volevamo fare una cosa molto diversa rispetto a quello che noi pensiamo adesso di quell'arena. E la stessa cosa vale per il paesaggio solo adesso, noi pensiamo che sia una risorsa importante da proteggere, è per quello che il mio ufficio si chiama tutela del paesaggio, ma in effetti non mi occupo di tutelarlo, mi occupo di fare in modo che lo sviluppo del paesaggio avvenga secondo, diciamo, il mio compito è quello di avvenga secondo le leggi, però avvenga secondo i principi. E secondo me la risposta è un po' questa,
quanti, quanto la montagna possa tenere la presenza umana, dipende da che cosa vogliamo noi. Cioè, chi sceglie le strategie future dell'Alto Adige o dell'Alpe Alpino, diciamo, perché diciamo che questo è l'unico habitat, no? Non abbiamo la convenzione delle Alpi, lo considera così, è un habitat tutto uguale, indipendentemente un po' dai confini, diciamo che la nostra terra, nella quale io sono nato qua, i miei figli sono qui, anzi fanno anche parte di due comunità insieme, per cui il limite è quello che noi possiamo porci. Una volta fissato quanto sviluppo possiamo portare verso l'alto, cioè verso la quota, cioè quante malghe vogliamo collegare con la città, vogliamo antropizzare, quanto territorio vogliamo non più rendere intatto in questi brani, c'è cioè per esempio questa iniziativa, un po' così, questo scenario di ritagliare un pezzo del territorio e lasciarlo intatto perché un segmento del turismo vorrebbe questo, entrare in un posto che non ha mai toccato nessuno, anche se penso che non esista. Lei ha detto consumo del paesaggio, vorrei chiedere a Raimo Pimento, anche lui parlava nel suo articolo di che noi siamo consumatori del paesaggio. Ja, Benizia, das ist immer so eine persönliche Angelegenheit, wenn man über Bezug zur Landschaft spricht. Bezug zur Landschaft hat man immer als Person, als einzelnes Individuum. Wenn es jetzt um die Frage geht, wie viel Mensch vertragt der Berg, dann finde ich, ist es immer eine Frage, die sich nur der Mensch stellt. Stellt sich sonst niemand die Frage. Und weil wir irgendwie so die dominante Rasse sind, wenn wir uns ausdrücken oder ausoktroyieren. Ja, und zum anderen finde ich es halt ja eine Sache von, wie gesagt, die Person, die in meinen Augen in eigener Verantwortung bestimmen muss, weil es eben keinen Maßstab gibt, wie weit sie sich selber da einbringt in die Landschaft oder nicht oder zurückhaltet und was dabei überbleibt, weil wir sind eigentlich die einzigen Personen oder Individuen, die das bestimmen können. Das ist wirklich so irgendwie meine Meinung. Ja, es gibt für mich da mehrere Zugänge. Zum Ersten, je mehr ich auf den Berg gehe, desto mehr merke ich, dass ich davon nichts verstehe. Also ich glaube, Ranzmeier hat recht, wenn er sagt, der Berg ist es wurscht, was wir machen. Weil der Berg ist stärker, stabiler und er weiß mehr als wir. Also insofern habe ich eigentlich keine Angst, dass wir dem Berg was antun können. Das Einzige, was wir am Berg tun können, ist uns selbst was antun. Wenn wir in die Berge gehen, dann kommt es mir immer so vor, als das ist eine Begegnung, und der Berg sozusagen spiegelt das zurück, was wir dort tun. Er macht nichts anderes. Ich glaube, dass das eine einerseits beruhigende Erkenntnis ist, wenn man jetzt daran denkt, ist der Mensch überhaupt imstande, die Natur zu zerstören? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Menschen sind imstande, ihr Habitat zu zerstören. Das ist aber etwas anderes. Wenn Sie sagen, oder wenn Sie mich fragen, was ist jetzt der professionelle Zugang, Sie sagen, wir verkaufen Südtirol, ja, das kann man jetzt ganz unterschiedlich sehen. Ich würde sagen, wir sind dafür verantwortlich, mitverantwortlich dafür, dass 5 Millionen Menschen jedes Jahr nach Südtirol kommen, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Das können Sie jetzt als Verkauf sehen, oder Sie können es auch als Valorisierung sehen, dass es ein schönes Territorium gibt, das nicht nur von der Naturlandschaft lebt. Wir sprechen hier von Naturlandschaft. Im Wesentlichen bewegen sich die Menschen, die nach Südtirol kommen, eigentlich in der Kulturlandschaft. Das, was die Menschen aus der Natur gemacht haben. Das heißt, Alm ist eine Kulturlandschaft, das hat mit der Naturlandschaft überhaupt nichts zu tun. Die ganzen Rebanlagen, die ganzen Obstanlagen, alles, was sich sozusagen im Mittelgebirge
jede Alm ist eigentlich eine Kulturlandschaft, das ist mit Natur überhaupt nichts zu tun. Ich lege Wert darauf, dass wir in Südtirol das auch unterscheiden, weil oft das einfach in einen Topf geworfen wird, also Natur- und Kulturlandschaft. Und das, was wir heute als Kulturlandschaft sehen, was so dann als Postkartenmotiv oft wahrgenommen wird, nicht, ist ja eigentlich Kulturlandschaft und wird natürlich dann als die schöne Natur populistisch, wenn man so will, auch von jenen, die es sehen, einfach dargestellt. Und wenn Sie mich fragen, wie viel Mensch, also der Berg verträgt, jeden menschlichen Zugang. Die Frage ist, vertragen wir Menschen die Menschen in den Bergen? Vertragen wir uns gegenseitig auf den Bergen und mit den Bergen? Oder andere Lebewesen, die Tiere zum Beispiel? Ja, das gehört natürlich auch dazu, weil es ist völlig richtig, wir sind die Einzigen, die eigentlich gestalten und bestimmen können. Und nicht die anderen können nur vorfinden, was wir auch übrig lassen. Denke ich, es geht immer nur um uns selbst. Das heißt, wir Menschen gehen in die Berge oder gehen in eine Landschaft und dann können wir sie kultivieren, indem wir eine Kulturlandschaft daraus machen. Also wir können sie so belassen, wie sie ist. Wir können sie auch unangetastet lassen. Und mich hat immer so fasziniert, wenn Reinhold Messner sagt, er in seinem Museum, wo er sagt, die Menschen, die nicht auf die Berge gestiegen sind, haben oft von diesem mehr verstanden, als sie raufgestiegen sind. Das fasziniert mich immer, weil es Kulturen gibt, die die Berge immer nur rundet haben und eigentlich nie drauf waren, auf dem Gipfel keine Eroberungsmentalität haben, aber eigentlich auf dem Berg schon oft oben waren. Und ich denke, das ist so ein Zugang, der das vielleicht ganz gut widerspiegelt. Also der Berg ist stärker als die Menschen. Also ich müsste von meiner Lebenshaltung her schon einmal die Frage auf den Kopf stellen, was eh schon gemacht worden ist, und sagen, wie viel Berg verträgt der Mensch. Aber um das, die Diskussion auf den springenden Punkt zu bringen, glaube ich, sagen zu können, dass nicht wir bestimmen, was mit Südtirol passiert oder mit den Bergen, mit der Kulturlandschaft in den Bergen, sondern dass das mehr oder weniger der Markt bestimmen wird. Wir haben bisher viel Erfolg gehabt mit wunderschönen Skipisten, mit viel präparierter Natur. Und ich glaube, wenn wir auf dem internationalen Markt erfolgreich sein wollen, dann müssen wir jetzt weniger in diese Richtung gehen, also Stopp, es kann kein Mehr geben, sondern wir müssen anfangen, dieses brachliegende Land als Mythos mehr in den Vordergrund zu stellen. Also wenn man auf den Langhofel nicht steigt, die Mehrzahl der Touristen, die zu uns kommen, die wollen nicht auf den Langhofel oder auf den Ortler steigen. Und trotzdem stellen diese Berge einen Mythos dar. Und ich habe so viele Berge auf der Welt gesehen, dass ich weiß, dass es so viel Faszinierendes auf engem Raum wie in Südtirol kaum irgendwo anders gibt. Also meine Idee oder meine Vision für die Zukunft ist, dass wir die Skipisten brauchen, dass wir die Hotels brauchen, dass wir auch Golfplätze brauchen. Aber das wurde alles schon sehr gut verkauft, das ist auf dem Markt präsent. Was weniger präsent ist, ist diese Landschaft jenseits dieser Infrastrukturen. Und natürlich kann man als Bergführer, als Mitglied eines ganz kleinen Vereins, es gibt in Südtirol vielleicht 200 Bergführer und 50 davon, die das ganzjährig und hauptberuflich ausüben. In einer so kleinen Gruppe kann man natürlich keine große Wirkung erzeugen. Aber wenn ich Ihnen erzähle, dass ich seit drei Generationen an Südtirol binde. Es gibt Männer, die mittlerweile 80 Jahre alt sind, mit denen war ich auf dem Langhofel. Das war für so einen Menschen eine einzigartige Begebenheit im ganzen Leben. Das wird er nie vergessen. Das Südtirol ist ein Fixpunkt für den. Er hat seine Kinder wieder hierher gebracht, mit denen bin ich auch berggestiegen. Und die Kinder haben wieder die Kinder gebracht. Heuer im Sommer habe ich mit 12-jährigen Kindern
in den Dolomiten einen Kinderkletterkurs gemacht. Das sind ganz einzelne Individuen. Das ist keine große Werbung. Aber ich glaube, dass dieses kleine, feine viel mehr in den Vordergrund gerückt werden müsste, als die sich selbst tragenden Pfandsportanlagen, die in meinen Augen natürlich auch sehr wichtig sind. Südtirol ist auch deswegen sehr stark, weil wir ja viel, viel schneller zu diesen Bergen hinkommen, wo nichts mehr ist. Wer nach Nepal fährt oder nach Patagonien, der braucht tagelang, der muss im Zelt schlafen, der hat keine Sauna am Abend. Das ist Berglandschaft, die ist gleich schön, aber viel umständlicher zu erreichen und viel schwieriger zu verkaufen. Christa Waldmann ist ja auch so entstanden, aus dem Grund entstanden, dass auch Menschen die Berge brennen wollten, ursprünglich, und hat Schutzgefunden gebaut und Wege gebaut, die Stimmt, man muss ein bisschen weiter zurückgehen und sich vor Augen halten, dass wir hier oder die Menschen hier bei uns ja schon seit Jahrtausenden am Berg leben, um den Berg herum leben. Auf den Berg hinaufgestiegen sind sie relativ spät, das ist doch nicht so lange her. Es hat dann eingesetzt mit dem Tourismus vor ungefähr 250, 200 Jahren. Und dann sind die Alpenvereine im Alpenbaum aufgetreten und haben eine Pionierleistung vollbracht, indem sie eben die Schutzhütten gebaut haben an strategisch wichtigen Punkten, dass sie Wege gebaut haben, dass sie die Schutzhütten eben bis heute erhalten haben, die Wege erhalten haben. Diese Zeit ist aber vorbei, nachdem die Alpen, der Alpenbaum, der am besten erschlossene oder das am besten erschlossene Hochgebirge der Welt ist diese Zeit vorbei. Es gibt genügend Wege, es gibt genügend Schutzhütten. Jetzt muss man, wie mein Vorredner, der Herr Eisner gesagt hat, jetzt müssen wir eben beginnen zu sensibilisieren und kürzer zu drehen. Also es geht viel mehr darum, um die Feinheiten unserer Region herauszu kristallisieren. Jedes Tal, jede Ortschaft hat Besonderheiten, die gehören jetzt gefördert. Ich glaube, der Berg vertritt eine ganze Menge und ich glaube, es ist niemand hier im Saal, der denkt, dass der Berg oder der Mensch den Berg überleben wird. Das so naiv sind, ist man nicht. Ich nehme einfach an, irgendwann einmal wird sich das selbst regulieren. Das heißt, wenn zu viel gebaut wird, wenn man diese Gratwanderung, wenn man diese überstrapaziert und zu viel baut, dann wird es irgendwann einmal so passieren, dass die Leute nicht mehr kommen. Wenn man am Berg zu viel menschliche Hand anlegt, dann wird irgendwann einmal der Mensch nicht mehr zum Berg hinkommen. Und wenn der Mensch nicht mehr kommt, dann wird das Kapital ausbleiben. Und wenn das Kapital ausbleibt, dann werden Arbeitsplätze verloren gehen. Und das kann man dann so hinunterspinnen, bis irgendwann einmal wieder die Natur in Vordergrund kommt. Das heißt, der Naturschutz, wenn die Gebiete, in denen kein Tourismus mehr ist, oder wenn die Skigebiete leer stehen, dann muss rückgebaut werden, es soll rückgebaut werden und dann kommt die Natur wieder näher zur Welt. Aber die meisten Leute, also Super Ski Dolomit ist ja eine Erfolgsstory, kann man sagen. 1220 Kilometer auf Liftanlagen und Skipisten. Das heißt, dass die Leute ja doch noch hauptsächlich kommen, weil die Berge eben erschlossen sind und die Alpen erschlossen sind und diese Skigebiete gibt. Hauptsächlich sehr viel haben wir ja Wintertourismus. Also, herzlich
herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte auch wiederholen, was der Herr Ojana vorhin erwähnt hat, also nur beglückwünschen, dass junge Leute Visionen haben. Das brauchen wir Pragmatiker. Ich bin hauptsächlich Pragmatiker, bestimmt kein Philosoph. Und deswegen wollte ich auch ein paar Sachen dazu sagen. Der Spruch von Ganzmeier hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe einen anderen gefunden, der ist auch sehr interessant, obwohl sehr überspitzt. Und der heißt, der Mensch braucht die Natur, aber die Natur braucht uns, den Menschen, nicht. Das besagt auch sehr viel aus. Aber gleichzeitig möchte ich aber ein paar Zahlen einfach geben, um klar zu machen, über was wir reden. Und gerade weil ich angesprochen bin als Vertreter eines Skigebietes und auch eine gewisse Verantwortung trage für die Liftanlagen, die in unserem Gebiet sind 450 Liftanlagen, es sind 133 Gesellschaften, die Lifte betreiben, es sind ungefähr im ganzen Dolomitengebiet 30.000 Personen, die in einem Winter angestellt sind und dort arbeiten und auch natürlich die Besitzer der einzelnen Beherbergungsbetriebe mit einberechnet oder Geschäftsleute und so weiter. Also man trägt schon eine Verantwortung, wenn in einem solchen Gebiet mehr oder weniger mehr als die Hälfte der Bevölkerung direkt vom Tourismus lebt. Aber es ist auch wichtig, dass man weiß, weil der Spruch war ja, wie viele Menschen verträgt der Berg, also wenn man auch ein paar Zahlen weiß. Also wenn man bedenkt, dass in Südtirol für Skipisten nur 0,18% benutzt werden, die eben als Skipisten ausgewiesen sind, das sind 3.800 Hektar, die derzeit als Pisten benutzt werden in Südtirol, bei 733.000 Fläche. Wenn man, das ist auf ganz Südtirol natürlich, sagen dann viele, ja, aber man kann ja nicht überall in ganz Südtirol Skifahren, stimmt. Dann nehme ich die Gemeinde Wolkenstein her, das sind es 5.327 Hektar und davon sind 280 Hektar für Pisten ausgewiesen. Das ist 5,26% von der Fläche. Also 5,26% von der Fläche in Wolkenstein wird für Pisten benutzt. Und in Wolkenstein lebt aber 90% der Bevölkerung vom Tourismus und hauptsächlich vom Wintertourismus. Wir haben ja im letzten oder vor ein paar Monaten die Statistiken bekommen, wie im ganzen Alpenraum zum Beispiel sind für Skipisten wird 0,1% des Gesamtgebietes sind als Skipisten ausgewiesen. Also 0,1%. Aber davon leben sehr viele.